diese Reiter und auch Dämonen einfach so. Okay, also Random Encounter auf 4. Ui, der Totenkopf gefällt mir. Ich versuche mal die anderen loszuwerden, die mit ihrem kleinen Dings da unten. Lol, One Hit. Alles klar. One Hit. Alles klar. Mit dem kann man nicht reden. Ich übergehe den mal. Reden. Uah! Okay, der kann es auch nicht verstehen. Schade, den hätte ich gern gehabt, ne? Ja, wir sind halt relativ hoch gerade. Guck mal, 6 von 8. Stimmt, das wäre auch zu beachten. Aber ich glaube, diese, die wir nicht verstehen konnten, konnten glaube ich nie verstehen, oder? War nicht irgendwie sowas? Ich weiß nicht, hat es nicht geheißen, dass wir die Monster schlechter verstehen, wenn der Wert hoch ist? Mhm. Das schon. Aber ich dachte, manche haben auch bei 0 nicht verstanden. 85 Erfahrung. Oh, mit einem Level Up für die Kleine. Mehr Beweglichkeit, wird schneller. Und sie lernt was Neues. Rakuyaka. Okay. Und sie möchte uns sprechen. Natürlich hört mir zu. Was bekommen wir von ihr? Schwebeball schon wieder. Die will uns damit zustopfen. Und Isaiah, moin. Guten Mittag. Hast du gerade guten Mittag geschrieben? 17:26 ist für mich dann eher früher Abend. Die Nidobase liegt jetzt westlich von Ginza in Shiodomo. Da müssen wir hin. Aber was ist jetzt westlich jetzt schon wieder? Also wir haben ja einen Kompass, ja. Süden heißt hier. Okay, das heißt wahrscheinlich diese Richtung wäre richtig. Ich will aber erstmal die falschen Wege erkunden hier. Ne? Wir waren noch nie in Ginza hier. Aber auch das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, als wäre ich es mal gewesen. Ne Bar! Ne Bar! Was gibt's denn hier? Zum Rat von Nilo gehört eine Menschenfrau. Sie wird Magd genannt. Das war doch die Frau, ne? Die Diana, ne? Echt? Ich glaube. Kannst du? Ich glaube, es war Diana. Du bist ein Dämon. Ja, du bist ein Dämon. Wer bist du denn? What did you say? Loki! Lol. Wer zur Hölle bist du? Was hast du hier erwartet? Eine Begrüßungsfeier mit Longdrinks? Sorry, Kleiner, aber hier gibt es weder Milch noch Capri-Sonne. Lol, Capri-Sonne! Das war damals halt das heiße Ding, ne? Ist das eine Klotür? Oh? Das ist mein Zimmer. Halte ich davon fern. Oh, lol, der hat ein Zimmer? Okay. Okay, Bro. Wusste ich nicht. Du bist der Barkeeperin. Madame Nyx. Hey, Kleiner, was trage ich an so einem Ort wie diesen? Hey, ich weiß nicht, wo bin ich hier? Noch nie gesehen. Suchst du den Rat von Nilo? Ja, ich glaube. Ich wusste es. Vermutlich willst du zu dieser Markt, oder? Ja. Nilo Hauptquartier liegt direkt außerhalb von Ginza. Ich rate dir zwar davor ab, aber Jungs setzen für Mädchen nur mal gerne ihr Leben aufs Spiel. Komm hier zu mir, falls du nicht weiterkommst. Okay? Also, das ist eine Ratschlagdame. Der Rat von Nilo herrscht unbarmherzig. Was? Das ist wie Mirai und Digimon. Ich sehe so viele Parallelen. Auch das Spiel, also diese Shin Megami gab's vor Digimon. Aber wenn es nicht so wäre, würden sich alle Dämonen hier gegenseitig an die Kehle gehen. Aha. Ich sag ja nur, dass es mich daran erinnert. Ja. Also ich sag ja nicht, dass es geklaut ist oder sowas. Aber es ist Sonntag, da gelten andere Zeiten. Stimmt, jetzt ist Mittag. Hey Rabbit, ich muss mal kurz reinschauen. Lentil, moin! Okay, also bei Lokis Zimmer kommen wir natürlich nicht rein. Loki hat da nicht so Bock drauf, dass wir seine Unterhose schnüffeln. Wer bist du? Hat er eine Maske? Wir vom Rat der Nilo haben einen Menschen als Kommandanten. Er ist zwar ein Mensch, aber dafür äußerst intelligent und verlässlich. Das kann nicht Nico sein, ne? Also, nicht Nico im Chat, sondern im Spiel. Aber Evadora klingt auch nicht verlässlich, ne? Vielleicht ist es doch da. Es wäre schön, wenn wir sie mal wiederfinden würden und auch wissen, warum zum Beispiel Evadora jetzt noch einen Körper hatte. Ja, ja. Obwohl sie kein Dämon war. Schnups, das hast du nicht mitbekommen. Richtig. Wir haben gestern Charaktere benannt und der Klassenkamerad von Rabbit heißt Nico und die Klassenkameradin von Rabbit heißt Evadora. Nur noch deiner vergessen. Deswegen ist es kein Diss gegen den Chat, sondern es ist, wenn überhaupt, ein Diss gegen den Charakter. Einfach zwei von mir eingeschläfert, ich fresse ein bisschen. Ich versuche gerade die Dame in der Mitte zu fangen, by the way. Deswegen versuche ich die Ausrennen hier loszuwerden. Habe ich, okay. Und, also du versuchst sie loszuwerden, indem du ein Schläfchen gemacht hast. Mhm. Ja. Aber ich will nicht mit... Na doch, ich versuche mit ihm zu reden. Ach du meine Güte, willst du mich mitnehmen? Das klingt jetzt irgendwie falsch, ne? Ich weiß nicht. Egal, was soll ich bloß tun? Sie denkt nach. Könntest du mir 190 Maka geben? Ja, hatten wir gerade übrig. Das ist immer noch nicht genug.
Gibst du mir einen Lebensstein? Ja, für dich leider gerade, ja. Das reicht immer noch nicht! Nochmal 100 Marker? Okay. Sie ist nicht so billig, meine Güte. Sie kann sich nicht entscheiden. Nur ein bisschen mehr. Noch ein Lebensstein? Okay. Bevor ich mich dir anschließe, frage ich dich nach einer Meinung. Nein! Oh nein. Liegt die Wahrheit darin, ohne Begierde zu leben? Ja, oder? Das klingt irgendwie lustig. Guck mal, das klingt besser als der zweite, ne? Ja, auf jeden Fall. Klingt besser. Oh. Sie lacht zufrieden. Also gut. Ja! Yeah. Wir haben sie bezahlt und sie ist uns bei uns dabei. Obwohl sie Materialismus anscheinend nicht gut findet. Will sie trotzdem Geld haben. Richtig. Macht auf jeden Fall Das ist Sinn. Komisch. Wie stark ist jetzt? Level 8. Okay, das ist noch eine kleine. Aber wir müssen es ja sowieso, so möchtest verschiedene Dämonen sammeln für die Fusionen halt, ne? Also ich nehme alles mit, was irgendwie neu aussieht und was ich mitnehmen kann. Ja. Vor allem diese Tänzerin, die haben wir beim letzten Mal gesehen, die hätten wir auch fusionieren können. Genau. Und jetzt haben wir sie direkt. Das ist halt schon genau, gut. Genau. Was hast du für einen Kuchen? Ich höre immer noch. Ich komme nicht weiter, ne? Ich habe so einen Kirschmarillenkuchen, aber ich komme nicht weiter. Was waren nochmal Marillen? Aprikosen, glaube ich. Ah. Willst du das Gebiet verlassen? Ja. Alles gesehen. Ich meine, ich hätte mal speichern können, aber scheiß drauf. Ah, sind wir da draußen? Yeah! Wird irgendwas südwestlich? Das wäre dann entkommen. Wahrscheinlich hier, ne? Oder? Das ist ein zweites Gebäude auf jeden Fall. Ginza wieder. Oh, sieht aber neu aus noch. Noch sieht es. Oh Mann! Über Dämonen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die kann mich erinnern! Guck sie dir an, bitte. Aber die sind super. Alter, sind die nicht geil? Die haben sehr viel an, Leute. Chat, die haben ganz viel an, Chat. Mhm. Wir brauchen sie im Team. Ja, ich habe keine Einwände. Also, wer den nicht im Team haben will, der weiß ich auch nicht. Aber ich muss erstmal. Ich nehme die Mitte wieder. Ich muss erstmal die anderen loswerden, leider. Sonst stört sie unser intimes Gespräch. Hoffentlich sind wir nicht zu schwach, ne? Ah, die kann ja nichts, stimmt. Da kann man mal angreifen, scheiß drauf. Und hier reden. Ach du meine Güte, willst du mich mitnehmen? Oh, die ist wahrscheinlich auch eine Fee, ne? Die will uns bestimmt. Ja. Guck mal, wir haben die Kette schon am Hals. Ja, wir wollen sie. Aber deine Gruppe scheint doch schon voll zu sein, sagt sie. Lade mich das nächste Mal erst ein, wenn du Platz für mich hast. Oh nein. Gehabt dich wohl. Oh nein. Nein. Sie jetzt komm, wir müssen... Und moin, Kevlar. Hä, das heißt... Ich muss echt jemanden rausnehmen. Aber das ist auch gefährlich, jetzt herumzulaufen, so, ne? Aber naja, ich will sie haben unbedingt, ne? Ja, ich hätte halt gesagt, dann fusionier doch was. Nee, ich bin sicher nicht voll, aber sie meinte sowas, glaube ich, in der Gruppe, weißt du, Platz, dachte ich. Ah, dass sie direkt rein will. Genau, es ging falsch. Weil ich sehe hier nichts, dass da eine Begrenzung wäre, weißt du, dass ich sie nicht so mitnehmen könnte, Oh, Mighty TV. Mighty TV, Grüße zurück an die Nordsee, Bro. Viel Spaß beim Planschen, ey. Ja, sah super aus, also genieß es. Ja, aber ein wunderschönes Urlaubsfoto gesehen. Sind wir jetzt wieder hier? Nee, wir sind woanders. Ach so, hier sind wir jetzt. Hier ist der Zwischengang einfach nur. Ah. Oh, in der Kiste. Also wir sind jetzt nicht richtig, aber wir sind jetzt auch nicht falsch sozusagen. Wir sind einfach in einem anderen Gang jetzt drin. Kann man mal untersuchen. Entschuldigung, warst du schon mal bei Ragas Schmuck, einem Laden, den man Juwelen gegen Gegenstände tauschen kann? Jedes Mal wird dort andere Ware angeboten. Es ist so schwer, sich zu entscheiden. Ah, das wechselt dort auch. Okay. Aber wir müssen irgendwas Geiles mal für Eis dann besorgen. Ja. Aber hier steht leider nicht dabei, was man... Ne? Ihr seht ja meine WhatsApp-Stories. Ja, sehen wir. In der Kathedrale der Schatten gibt es eine neue Fusionsart namens Opferfusion. Warte mal. Erwarte ja nicht, dass ich mich opfere. Opferfusion? Aber das machen wir doch. Ja, aber was soll das bedeuten? Ja, das machen wir doch. Also zwei werden sozusagen zerstört und wir kriegen ein Monster raus dabei. Naja, aber eine Fusion ist für mich eigentlich keine Zerstörung. Ich habe es immer so mehr wie bei Dragon Ball gedacht. Also, dass sie sich vereinen. Stimmt. Oder genau. Zumindest so wie bei Piccolo, dass sich einer halt untersortiert. Freiwillig. Ist auch eine Eropferung so gesehen.
Ja, aber dann sind die für mich nicht tot. Sie leben einfach zusammen in einem Körper weiter. Das stimmt, das stimmt. Für mich war das halt anders. Für mich war das eine sehr intensive Verbindung. Hey, wer bist du denn? Die sieht komisch aus. Spielt bei der Schöpfung der Welt eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund nutzt der Rat von Nilo Terminals, um das Magazushi direkt aus dem Amal-Netzwerk zu saugen. Okay. Da kommt alles wirklich gerissen. Was haben die alle mit ihrem Sushi da hinten, ne? Ey, das ist lieb. Genieß deinen Captain Spaß Morgen trinken. Am Strand. Alter, bring mir Captain Morgen mit, hau rein. Viel Spaß auf jeden Fall, Alter. Viel Spaß. Aber nicht zu viele Captain Morgen. Ja, wenn er für uns einen mittrinkt, sind es auf jeden Fall schon mal 3 Fing. Selbst schon für uns beide. Ja, das schafft er ja locker. Das kriegt er hin. Das kriegt er hin. Okay, Medikamente erhalten ist auch gut. Die Items haben wir noch nie nachgekauft. Okay, es ist auch der letzte. Lass mich dir was verraten. Es gibt eine Tür, die zum Hinterzimmer von Nyx Lounge führt. Wissen wir, aber wir kommen nicht rein, weil Loki sagt nö. Loki sagt nein. Aber okay, das heißt, hier gibt's nichts mehr Interessantes. Dann gehe ich mal kurz zurück rüber und werde nochmal heilen und speichern. Willkommen bei den Bärhaaren. Meinte Timmy, Dankeschön für dein Twitch-Abo. Vielen Dank. Guck mal, da ist noch eine. Danke, 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 MyTV. Danke. Schönes Märchen jetzt vor deinem Namen. Sieht gleich besser aus, ne? Bittest du mich um ein Date? Ja, bitte. Du hast schon genug Mitglieder? Wir hätten so gut zueinander gepasst. Nein, wir sind echt voll. Noch einen raus, ja, aber jetzt ist es safe. Wir sind voll, Leute. Aber wir haben ein Problem. Wir haben ein großes Problem. Wir haben ein großes, großes Problem, Deiner. Wir müssen jetzt irgendwas fusionieren. Ja, aber das war ja auch meine Idee, dass wir einfach was zusammen. Ja, aber ich dachte vielleicht, wie soll ich sagen, dass einfach nur meine Gruppe voll ist oben und nicht mein Inventar, ne? Mhm. Hau rein, ciao. Jetzt müssen wir echt was fusionieren können, ey. Oh, ich hätte sie ich hätte beide so gern gehabt. Beide. Deswegen müssen wir jetzt ganz dringend erstmal heilen, speichern und dann ab zum Fusionieren, Leute. Wir müssen jetzt fusionieren. Punkt aus Ende, ne? Punkt aus Ende, wir gehen jetzt fusionieren. Erstmal gucken, ob ich was heilen muss überhaupt. Mal gucken mal nach zuerst. Oh ja, ein bisschen. Kostet nicht viel. Leider nicht gratis bei der Dame. Okay, jetzt nochmal kurz speichern und dann gehen wir zum Fusionieren. Es ist soweit. Es reicht jetzt. Und sonst müssen wir drüber nachdenken. Es wäre echt jetzt gut zu wissen, ne? Ob man. Naja, nee, ich wüsste nicht, dass man irgendwas lagern könnte oder so, ne? Ich weiß, keine Ahnung, ob es sowas wie eine Box gibt. Ja, ich glaube leider nicht. Das sieht mir nicht so aus. Und sonst hätte ich gesagt, dass wir auch so ein bisschen noch rumlaufen könnten und Level 13 werden. Ne? Mhm. Wenn wir einen Hundi schon mal machen könnten, das wäre auch eine Idee, ne? Ja. Das stimmt. Ist ja nicht mehr weit. Bis Level 12 jetzt, wenn ich richtig bin. Wir können auch mal gucken gleich nach dem nächsten Angriff dann, wie viele Erfahrungspunkte noch fehlen. Ah, da ist er schon. Aber leider können wir jetzt niemanden mitnehmen. Das müssen wir uns merken halt. Wir haben ja auch wir hätten auch eine Pix jetzt, so das Anführungszeichen doppelt, ne? Ja. Also wir könnten uns auch eine fusionieren. Wir sind... Oh, 70 Punkte nur! Ja, okay, wir machen jetzt noch einen Kampf. 1, 2 Kämpfe und dann können wir den Hund fusionieren zum Beispiel schon mal. Das heißt, wir laufen jetzt hier ein bisschen rum. Hier ist der Fusionsraum, genau. Jetzt laufen wir vorher ein bisschen rum, warten, bis ein Gegner kommt und dann fusionieren wir schon mal das Hündchen. Das wollten wir ja sowieso letztens machen. Das erinnert mich ans Eierbrüten. Immer schön im Kreis laufen. Natürlich, am liebsten habe ich jetzt ein Fahrrad wie ein Pokémon, ne? Ich werde den Kreis. Oh, jemine. Oh, der Totenkopf. Auch das bringt nichts, den. Ne? Auch wenn er sich jetzt anschließen würde. Leider. Aber beide haben gesagt, oh, schade. Die wollten mit! Ich hatte sie auch mehr mitgenommen. Wir haben irgendwann ein komplettes Waifu-Team bald, ist ja schon klar, ne? Halt, was mir gefällt, außerdem Level der Hund. Dieses hundeartige Drachenwesen ist ja schon mal auf eher männlich. Also daher. Ja, das auch. Was nehmen wir jetzt? Also ich weiß nicht, ich fände es halt. Nee, ich bin nicht so sicher. Ich wäre für Glück, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was es macht, aber kann nicht schlecht sein. Ja. Okay. Ja, ich glaube auch. Okay. Glück ist, sollte man echt nicht unterschätzen. Und der ist wieder im Aufruhr, wir lassen ihn gewähren, wir wurden geheilt. Vielleicht treffen wir mit Glück auch häufiger. Alles kann sein.
dachte ja am Anfang, es ist vielleicht fürs Würmchen, aber. Ja. Ah, wir hatten jetzt gesagt, es war glaube ich Epixi, oder? Wo ist jetzt Level 13? Nee, das war was anderes. Schleim war es, oder? Schleim und Zen, genau. Schleim und Zen ist der hier. Wollen wir das mal machen? Ja, ich fand den supi. Der lernt mir auch die anderen Fähigkeiten. Der kann jetzt Feuer, Atem und Todesberührung, also der lernt die gemeinsamen Fähigkeiten. Leute, unsere erste Fusion, haltet euch fest! Ich bleib drin für die Watchtime. Meinst du die wie? Alles klar? Oh, wie deep. Dankeschön. Wir gehen rein. Are you sure? Bist du sicher? Ja, wir wollen den richtig coolen Hund. Und jetzt sehen wir unsere erste Fusion, Leute. So ein Schakalkopf, echt toll. Die allererste Fusion ist da. Tschüss, Seepferdchen, ich mag dich. Tschüss, Schleim. Ui, die Augen. Ja. Ich dich ganz fressen, was? Was? Nein. Böses Wauwau. Böse. Alright. Böse. Ja, wirklich böse. Kriegt einen Maulkorb. Das würde mich interessieren, was man daraus machen könnte. Oh, ein Erzengel? Einen normalen Engel? Oh, den wollen wir haben. Da ist den holen wir uns sowieso. Brauchen wir nicht vorzunehmen. Ja. Ein Zweihorn? Das hatte ich damals auch. Das ist cool. Das ist ja super. Ein Ziegenpferd. Sieht aus wie so ein Geisterpferd auch ein bisschen. Ja, das gab's vor Pokémon. Und der nochmal. Oh, mit Krone, guck mal. Das ist der gleiche. Aber, ja, supi. Wir hatten den ja einmal schon gesehen ohne Krone, ne? Das ja, der aber der hat immer noch nicht so... Ja, das ist der jetzt. Ja. Aber ich fand dieses Pferd echt auch noch toll. Auch? Da müssen wir was wegfusionieren. Das ist die dann. Scheiße. Kannst du den genauen... Also, der genaue Name des Spiels steht ja auch im Titel. Ah, Eva, du warst schneller. Perfekt. Guck mal! Ja, das ist der, den wir nicht mitnehmen konnten. Den fand ich auch cool. Also, ich finde das Pferd toller. Ja, konnten wir den nicht machen, oder? Nee. Wir müssen jetzt gerade ein bisschen was wegfusionieren, sonst können wir nichts fangen, nämlich. Und da sind wir ein Level zu schwach. Da wird die draus. Da ist mir sowieso viel zu schwach. Und da wird nochmal der Hund draus. Ich weiß nicht, was ich wegfusionieren mehr soll. Also Pixie ist so unglücklich zum Beispiel, weißt du, mein? Ja. Und die zusammen wäre dann der Hund mit der Dame. Und die Dame alleine. Was hat die Dame nochmal hier? So, Dame, nee. Ja, aber dann doch lieber das Hündchen. Inagumi war der Hund. Und schießen natürlich. Ah, dann lass mal ja die Pixie nehmen. Ja, lass das Hündchen nehmen. Ja. Müssen ein bisschen ausmisten. Die zweite Fusion. Und dann holen wir uns die beiden. Engelchen. Supi. Ciao, ciao, ihr zwei. Aber das ist irgendwie schon komisch. So eine Tänzerin und eine Fee werden zu einem Hund. Nicht nachfragen. Ich finde den cool. Das ist doch super. Ich hätte das Pferd halt noch lieber und auch diesen Dämon, den wir da gesehen haben. Weil ich weiß, Level 33, wir sind so schwach. Ja, wir sind viel zu schwach noch. Der droht uns auch. Hey, droht uns alle. Alright. Das würde mich interessieren. Jetzt haben wir ja den Schisser hier. Der heißt einfach Schisser. Was wird da raus aus dem hier nochmal? Ui, noch so eine Dame. Boah, das ist aber auch sehr schön. Der Hund schon wieder und... okay, Steinbock. Und wen hatten wir jetzt gerade vorher noch gemacht? Den hier haben wir gemacht. Da war der Erzengel draußen. Genau, das Zweihorn, genau. Da müssen wir Level 15 werden, ja. Level 15 machen wir dann den nächsten, ja. Ja. Was wir nicht wissen, also wir haben jetzt zum Beispiel Monster fusioniert. Die waren noch nicht entwickelt. Ja. Also wir wissen nicht, wie der Unterschied wäre. Ah, das war auch das. Fumor war der... Ja, genau. Okay, wir haben jetzt zwei weg. Das aber guck mal, hier zum Beispiel aus den 12 Feldern. Warum kann ich nicht 12 Monster haben? Vielleicht muss man das auch erst freischalten. Vielleicht kannst du nach und nach auch mehr mittragen. So oder so, es bedeutet,
Jetzt erstmal wieder zu. Ich überlege gerade, wie wir jetzt die Engeln kriegen, die beiden. Ob die jetzt überall hier waren oder ob wir einen bestimmten Ort gehen müssen. Ich will die halt unbedingt fangen noch, ne? Okay, das sind die Pixies wieder. Die haben wir erst. Oh, wir haben vergessen, das Team zu ändern, stimmt. Wir können jetzt die besseren Monster mitnehmen erstmal, ne? Ne? Wir können jetzt ein besseres Monster mitnehmen, können wir austauschen. Ja. Das war ein zustimmendes Ja. Also. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Discord tut zum Teil wieder nicht übertragen, lass was mal, wie ich reagiere. Rufen wollen wir auf jeden Fall. Ja, komm, wir hauen auch den Chrono mal kurz raus und nehmen den neuen. Und jetzt will ich euch speichern gehen, eigentlich erstmal, dass wir das jetzt gemacht haben. Mhm. Und dann hätte ich gern die Engel. Aber sollen wir jetzt hier echt rumlaufen, ein bisschen rumgucken, oder? Glaubst du, kommen die draußen auf der Map auch? Ich weiß es nicht. Aber ich traue ihnen gerade jetzt schon hinterher. Ja, wir wollen auf jeden Fall beide haben. Oh, im Übrigen. Vor allem die eine mit der Lilithmon. Ich habe im Übrigen über 100.000 Möhrchen durch deine Streams schon gesammelt. Ich bin über 100.660. Lol. Also echt. Wollte ich mal so nebenbei gesagt haben. Ich habe, by the way, unendlich. Da ist Unendlichkeit frei. Ja, oh, da steht jemand, der Kleine, guck mal. Ah, unser Verkäufer. Ja. Unser Verkäufer. Jetzt können wir unseren Hundi angreifen zum ersten Mal, der deutlich mehr Schaden macht als wir. Hochpixie macht 29 und unser Wawa macht 7. Ja, die neuen sind so viel stärker. Ne? Die neuen sind so viel stärker. Kann der auch? Der kann auch verführen, guck mal. Also, weil die Pixie da drin ist, ja sicher. Mal gucken, was das sagt. Wieso, dass ich dazukomme? Ich kann mich nicht entscheiden. Wenn du mir 130 gibst? Ja, ja, das übrig kennen wir schon. Nochmal 90, ist okay. Was? Begnüge dich damit? Er hat uns einfach nur ein Item gegeben und haut ab. Nein, Jack Frost! Nein! Ich fühle mich gemobbt. Aber er ist halt ein Händler. Wir geben ihm Geld, er gibt uns Ware. Ja, es hat auch, es war ja okay, dass er uns das gegeben hat. Und ich einfach so, nö, ciao. Aber ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Also ja, es lohnt sich oft schon, halt Ewigkeiten sozusagen im gleichen Gebiet rumzulaufen. Aber wir brauchen noch den, die beiden Engel. Nein, der Totenkopf, der versteht uns ja nicht. Ich hau ihn tot. Alter, wir haben uns in einer Runde besiegt. Wir sind gerade bisschen durch die Fusionen so viel stärker geworden. Das ist schon ein Riesenunterschied. Aber ich will jetzt trotzdem nach draußen gehen. Und draußen gucken, ob da auch zum Beispiel die Engel rumlaufen. Vielleicht kann man das ja verbinden. Oh, das war's rot. Dann will ich noch kurz hier encountern. Okay. Eine Armee von Nervsig. Oh nein, die greifen alle zuerst an. Geht mir nicht auf die Nüsse. Erstmal eine One-Hitten hier. Bis auf den großen Totenkopf. Aua, der macht gut Damage. Also, okay, der Totenkopf macht gut Schaden, aber der Rest ist eigentlich so nicht interessant. Nein, daneben! Nein, daneben! Aha, scheiße! Aua. Es ist am Anfang leider unsere Genauigkeit gesenkt und das ist 5 Gegner, sind halt echt gut. Okay, der ist tot, ist wichtig, der ist auch tot, wichtig. Und daneben, scheiße. Er ist wieder daneben. Ah, das ist daneben hauen. Das ist so mächtig. Das ist wie im Pokémon Sandwirbel. Oh, Lebenssteine, 2 Stück. Sehr, sehr geil. Denn die Monster wollen ja das schnell von uns haben, ne? Kann er Chisu? Ne, keine Ahnung. Kann er Heilung? Okay, wir gehen mal raus. Jetzt bin ich gespannt. Draußen Engel auftauchen. Hier gibt es ja keine Map. Aber das Süd. Ich muss mit Süden oder gesagt, oder? Oh, was ist das denn hier? Ist das das Ding? Siehst du das Gebäude? Das ist das Magazushi in Tokio anzieht. Da befindet sich der Rat. Ja, okay. Hier sind wir richtig, Alter. Hier sind wir schon richtig. Aber lass uns kurz hier draußen gucken, ob ein Engel kommt. Ich hätte absolut keine Übersicht auf dieser Karte. Ich finde das faszinierend, dass du dich da zurechtfindest. Guck mal in der Mitte, lol! Oh, die sind alle super. Ja, das Problem ist, dass in der Mitte, wir wissen, das ist Level 20 eigentlich. Vielleicht ist der nicht so hoch. Ich versuche den gerade loszuwerden, erstmal, ganz ehrlich.
Ein bisschen Schiss vor dem. Oh Gott, er lebt noch. Sie heilt ihn! Ach, scheiße! Haut uns dann. Der Berserker, okay. Ich muss den loswerden zuerst, ja. Und dann kann man eben quatschen. Das erinnert mich so an Catherine. Eigentlich braucht man echt so ein Schäfchen im Team wegen Catherine. Eigentlich ja. Okay, jetzt der Gegner dran. Hammer, was war das? Daneben, okay. Wir haben eine Karte daneben geworfen. Dann wirft wieder Karten. Wieder daneben. Hör auf Karten zu werfen, es bringt nichts. Muss ich erstmal einen von euch verkloppen hier. So, und jetzt können wir mit ihm nichts machen. Okay, dann lass mal verführen. So einen süßen Wow-Wow kannst du auch hinein sagen, oder? Ach du meine Güte, willst du mich mitnehmen? Oh, kannst du mir 190 Macke schenken? Ja. Oh, das ist noch nicht genug. Gibst du mir noch einen Lebensstein? Ja. Haben wir noch welche? Ja, haben wir zwei vorbekommen. Ich kann mich nicht entscheiden. Das reicht noch nicht. So billig bin ich nicht. Gibst du mir noch einen Lebensstein? Ja, wir haben vorher zwei bekommen. Kannst du haben. Oh Gott, die Meinung wieder. Liegt die Wahrheit darin, ohne Begierden zu leben? Ja, hat vorher funktioniert, oder? Ja, versuchen wir jetzt nochmal. Ah, Engo lacht zufrieden. Oh, wir haben sie. Aber die kommt da sowas von ins Team, Bro. Wee. Echt geil. Ein Göttlich-Dämon? Ich werde dir treu dienen. So sieht sie aus. Wir haben Albedo gefangen. Ich bin das treu dienen. Yeah. Naja. Da werde ich jetzt wahrscheinlich aber echt Hochpixie rauswerfen und die mir reinnehmen. Ne? Mhm. Aber ich bin echt mal gespannt. Aber jetzt siehst du, es ist doch ein Platz frei. Ja, jetzt sehe ich es, ja. Aber das muss doch noch höher gehen, ne? Ja, ich habe ja gemeint, ob das vielleicht einfach dazu kommt, ob wir das freischalten können. Problem ist aber, jetzt hätte ich gerne die andere auch noch, ne? Ja, ich kann dann jetzt nicht reingehen. Leute, ich kann jetzt nicht reingehen und weiterspielen. Das geht nicht. Wir müssen jetzt ein bisschen rumlaufen und gucken. Wir gehen mal nach unten da. Was ist denn hier? Mehrere Brücken. Hier ist eine Seele. Ja, Ivador, wir haben ja schon gesagt, sowas wie ein PC oder eine Box, so wie bei Pokémon, haben wir halt nicht gefunden. Ja. Und das hier ist echt eine wichtige Sache, ne? Da gehen wir jetzt nicht hin. An der Stelle habe ich die Autobahn nicht überquert. Die Dämonen dort sind unglaublich gefährlich. Also ja, es gibt ja andere Gebiete. Wenn wir da reingehen, die anderen Gebiete haben halt viel stärkere Gegner, ne? Mhm. Also das ist eine gute Idee, da umzudrehen. Ah, ein Engelchen. Dich haben wir leider schon. Ich wollte den anderen Engel. Du musst leider hier, ne? Ciao. Danke, Meister TV. Dankeschön. So. Da oben können wir vielleicht aber noch hingehen, oder? Ist da noch was? Oh, das ist noch eine Seele. Sagt ihr uns das gleiche, dass wir nicht hingehen sollten? Ist wohl nicht so leicht zu finden. Dämonen mit dem Skill Glücksfund brauchen angeblich nur im Freien herumlaufen, auf Gegenstände zu stoßen. Ui. Aber irgendwas funktioniert es nicht. Okay, Glücksfund. Das ist halt eine Seele. Ich traue mich da jetzt nicht rübergehen, ehrlich gesagt. Ah, wir können Fettmobs versuchen. Aber dann haben wir halt keinen Platz mehr. Au. Dann müssen wir sie vielleicht doch fusionieren oder so. Ja. Erstmal den Engel los, wenn der alle heilt. Das ist ja was ziemlich Ungeiles für uns. Alle drauf. Und jetzt den los, ja? 50 Damage. Ja, wir sind echt krass viel stärker geworden. Aber der macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich. Aua. Der macht auch echt guten Damage. Man merkt halt, dass. Ich glaube, das ist auch echt Level 20. Okay. Flucht, Angriff. Ah, komm mal, angreifen. Der Engel kann leider nicht verführen. Ich kann aber reden. Was sagt er denn? Was zur Hölle? Ich soll mich dir anschließen? Was glaubst du, mit wem du sprichst? Du denkst, ein Schwächling wie du kann mir was? Ja, okay. Ja. Weil er Level 20 ist, können wir ihn echt nicht mal fangen, ne? Nicht fusionieren, nicht fangen. Macht auch Sinn, ne? Ja. Aber wenn du was fangen kannst, was du nicht mal fusionieren kannst, dann wäre es schwieriger. Ja. Okay, ja, aber dann wissen wir das auch, dann ist das gekoppelt. Die kriegen wir nicht. Okay. Aber uns fehlt noch die kleine Lilith-Dame. Du bist es noch immer nicht. Sorry, Bro. Wo bist du es nicht? Hm. Ich hätte den echt noch gerne. Dann hätten wir alles gefangen, was wir erstmal haben wollten. Also wieder der Engel.
Und wir haben keinen Jack Frosty noch. Hm. Ich überlege gerade so rum, ne? Ah, Fat Mobs. Ja, Max. Ich glaube, es hat mal zu viel. Ich finde, dass der etwas saugeil aussieht. Ja, es war echt stark halt auch. Das Level 20 merkt man leider. Gibt dann leider echt wenig Erfahrungspunkte. Das ist ein bisschen schade. Ich gehe mal wieder ins Hauptgebäude. Oh, da rechts ist noch ein Gebäude. Hä? Da waren wir dann ja auch noch nicht. Bin ja mal gespannt. Gibt es da rechts noch einen Weg? Nein, wieder der Engel. Wo kommt der Engel? Ja, ich mag sie, aber... Jetzt haben wir sie halt. Ich bräuchte halt jetzt noch was anderes. Ach, da oben ist noch... Nee, da war kein Weg. Willkommen bei den Bärhasen. Kein Cash, dankeschön. 27 Monate auch schon, lol. Dankeschön für dein Abo, Alter. Krass. Die Zeit vergeht, ne? Oh ja. Danke, danke, danke. Willkommen zurück, kein Cash. Zu schnell leider. Ja, du sagst es. Viel zu schnell. Oh, wir haben einen Aquamarin bekommen. Die Diamanten, die Edelsteine sind sehr wichtig, haben wir gelernt. Ich brauche jetzt echt mal eine Heilung. Und wir können speichern, dass wir jetzt einen Engel gefangen haben und alles. Ja. Ich habe ein bisschen Schiss auch vor dem Schaf. Das macht echt viel Damage. Ja, wenn du halt auch sagst, es ist Level 20. Ja, müsste sein. Erstmal heilen alles. Zack, 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 zack. Ist ein bisschen teuer, ja, weil wir hier nicht kostenlos heilen können. Aber trotzdem besser. Alles abzunippeln. Jetzt noch speichern. Und dann, ja, müssten wir doch wahrscheinlich weitergehen, ne? Speichern. 4,5 Stunden spielen wir schon. Das Spiel insgesamt. Krass. Das macht aber echt Spaß, ne? Also ich habe nie Bock, hier aufzuhören, ne? Also, dass mir irgendwann halt mal der Arsch wehtut und so weiter, ne? Ah, vom Kopf her gesehen, ne? Looten, looten, leveln, looten, leveln. Das ist wie früher mit Dragon Quest Monsters. Alles, ja. Aber da könnte man wenigstens sich so sagen, ja, ich ginge hier auch, ne? Ist eine Switch, ne? Wir können mal ins Bett legen damit, aber dann kann ich ja nicht streamen, ne? Bro, zockst du auch Dragon Ball Super Heroes auf der Switch? Hab mir letzte Woche mal geholt. Ich hab's gezockt, ja, bis mir Bandai Namco Japan zu sehr auf die Nüsse ging. Aber ja, hab ich auch gespielt. Ist ein geiles Game auf jeden Fall, ja. Ist ein geiles Game. Schon wieder Engel! Warum kommt die mal alleine zu uns, Deiner? Die will uns doch was sagen, oder? Sie will sagen, fusioniert die andere. Ihr habt eure Chance vertan. Mhm. Stimmt, ja. Aber ja, Problem ist, wir können nicht alles fusionieren, leider, was wir wollen. Mhm. Ich hätte echt gerne noch, bevor ich jetzt nochmal nachgucken gehe, ob ich was fusionieren könnte, die Lilith-Dame. Sollen wir da echt rein? Ja, wir hätten sie ja vorhin fusionieren können. Das haben wir halt leider nicht machen können dann. Oder was nicht gemacht. Wir hätten doch die Dame vorhin fusionieren können. Also ja, stimmt. Ah, wieder Fettmaps. Ja, da kann man jetzt gerade noch eine Lili. Ah, ja, wir so viel Damage zu machen. Geh mir die Nerven und nippel einfach ab. 1, 2 und tot. Ich kann schon mitzählen, Mann, stimmt. Ja, Nico, wir doch gerne wissen, wie es Nico geht. Und Evador wird auch sehr gerne wissen, wie es Evador geht, ne?